Alexandre Galam, der von 1810 bis 1864 gelebt hat, zählt zu den führenden Vertretern der Schweizer Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert. Die atemberaubende Ansicht des 297 Meter hohen Wasserfalls Staubbach im Berner Oberland besticht durch seine detaillierte, erhabene Darstellung. Indem der Künstler künstliche Lichteffekte geschickt einsetzt, verleiht er der Szene eine dramatische Stimmung und verklärt die Alpenlandschaft als unberührte und übermächtige Natur. Das Ölbild ist ein treffendes Beispiel für spätromantische Malerei und die zweite Zeile des Gedichts »Gesang der Geister über den Wassern« von 1779 von Johann Wolfgang von Goethe, welches er über den Staubbachfall verfasst hat, scheint sehr auch auf das gemalte Bild zu passen. Strömt von der hohen, steilen Felswand der reine Strahl, dann stäubt er lieblich in Wolkenwellen zum glatten Fels und leicht empfangen, wallt er verschleiernd, leis rauschend, zur Tiefe nieder. Severin Stadler, Storemanager und Florist des Blumengeschäfts Fleur des Rois des Hotels Trois Rois in Basel, greift in seiner Interpretation das Mächtige, Erhabene und Dramatische von Galams Darstellung auf, indem er die Wegführung in das Tal körperlich erfahrbar macht für die Besucherin, für den Besucher. Die Baumgruppen sind dabei floral wiedergegeben. Farbe, Form und Textur sollen ebenfalls Echtheit vermitteln. Der Florist verzichtet auf farbenfrohe Floralien. Er orientiert sich vielmehr an den natürlichen, grün-braunen Farbtönen des Bildes. Er setzt diese aus Magnolienlaub, Liquidambar, Mirabellen, Buchen und Kiefernästen zusammen. Feine Schneeglöckchen im Untergrund der Äste vervollständigen das Bild und setzen die leichten Lichtpunkte des strömenden Wassers. Die sorgfältige Wahl der Gefäße für die hohe, raumfüllende Komposition sind wunderbare Entsprechungen für die im Bild gezeigte hohe Felswand, an welcher der Wasserfall niedergeht.